Das macht Stress, das erste Mal mache ich das. Aber ich habe Angst, auch meine deutsche Sprache nicht genug zu erklären. Aber einfach, ich musste danke jeder Frau an Herren, ja. Und einfach danke, keine Ahnung, ich finde keine Vokabel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal was es passiert, aber das gibt mir sehr schönes Gefühl, die Liebe, die interessant von die ganz einfach und meine Freunde. Und ich möchte danke besonders Julia, Manu, Joni und Judith. Ja. Vielen Dank für alles, danke. Servus, ich bin der Johnny. Ich finde es mega cool, dass ihr alle da seid. Wir rufen heute zur Demonstration auf für den Bassam, für die Petition. Ihr könnt gerne noch unterschreiben, auch wenn ihr dazukommt. Die Manu wird gleich unseren Verein vorstellen. Danach die Julia wird etwas über unsere Forderungen und über Bassams Geschichte erzählen. Und danach kommt noch ein Politiker von den Linken. Und um 18.30 Uhr werden wir einen Umzug machen durch die Altstadt am Herriter Tor wieder rein und hier zurück. Hallo? Hi, also ich finde es auch voll schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle ganz kurz vor, wer wir eigentlich sind. Also, wir sind Thea e.V., das heißt Talime Ama, Bildung für alle auf Deutsch, das ist Urdu, die Landessprache von Pakistan. Da hat nämlich unser Verein begonnen, sich zu engagieren für andere Leute, besonders für Bildung. Ich bin aber ein bisschen aufgeregt und deswegen ist es vielleicht nicht so flüssig, die Rede, aber ich versuche es mal einigermaßen. Angefangen hat unser Verein, dass wir eine Schule in Pakistan unterstützen. Weil wir einfach unsere Augen nicht verschließen wollen vor den Problemen, die einfach hier überall auch sind, wollten wir auch Geflüchtete in Deutschland unterstützen. Und haben einfach begonnen, dann integrative Projekte zu machen mit Geflüchteten. Also zum Beispiel am Altstadtfest oder ein Theaterprojekt in Obereichenbach in der Unterkunft. Und da haben wir 2014 den Bassam auch kennengelernt. Und seitdem ist Bassam immer mit uns unterwegs an Projekten, unterstützt uns da tatkräftig und hat auch vielen anderen Geflüchteten geholfen, dass er übersetzt hat oder mal mitgegangen ist, wenn die Hilfe gebraucht haben oder wenn wir am Altstadtfest gekocht haben, hat er mitgemacht. Wir sehen auch unser Eintreten jetzt hier in der Demo für Bassam auch als Bildungsauftrag für ihn, weil er in Syrien Geografie studiert hat und musste sein Studium unterbrechen, weil er eben dort die Demonstrationen unterstützt hat zur Demokratie und Freiheit in Syrien und deswegen dann sein Studium unterbrechen musste, weil er zum Militärdienst gehen sollte, sich dabei gegen gewehrt hat und deswegen musste er dann auch eben fliehen. Jetzt in Deutschland ist es so, dass er jetzt sogar einen Ausbildungsplatz bekommen hätte und weitermachen könnte und sein Leben einfach weiter aufbauen könnte. Und es ist aber so, dass dann die Ausländerbehörden ihm diesen Ausbildungsplatz nicht gewährt haben, weil sie meinten, er muss wieder gehen. Und wir sind einfach nicht mit einverstanden, wenn jemand sich so integriert und so viel Mühe gibt, Deutsch lernt und so lange Zeit auf eine Entscheidung wartet und dann trotzdem gehen muss, obwohl er hier einfach gute Chancen hätte, sich ein Leben aufzubauen. Genau. In Bulgarien ist es so, dass Bassam dort angekommen ist und schon schlimme Erfahrungen dort gemacht hat und dort überhaupt keine Chance hatte, an Bildung zu kommen. Also die Sprache zu lernen, eine Ausbildung zu machen, das ist dort sehr schwierig. Lassen die Zustände kaum, das überhaupt nicht zu.
Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass man ihm die Chance gibt, in Deutschland zu bleiben, wo er sich wirklich ein Leben aufbauen kann und ja, auch Bildung bekommen kann. Ja, genau. Also ich danke euch, dass ihr hier seid. Und ich bin einfach dafür, dass im Asylverfahren auch die soziale Integration einfach zur Sprache kommt und einfach Anhörung findet und nicht nur auf Fluchtgründe Wert gelegt wird. Danke. Ja, gerne. Ich wollte mich nur auf dieses Ding konzentrieren. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich bin mit der Manu in dem Verein Thea e.V. und ich möchte jetzt noch ganz kurz was über unsere Forderungen sagen. Es ist ja gerade in den Medien, der Krieg gegen Geflüchtete geht in eine neue Runde. Die libysche Küstenwache bedroht Schiffe von Seenotrettern. Italien will Militär in libyschen Gewässern einsetzen. Hier in Deutschland ist Wahlkampf. Zum Beispiel diesen Ausspruch von Martin Schulz, als er sagte, es ist ganz klar, eine Situation wie 2015 würden wir nicht mehr verkraften, auch politisch nicht. Und dabei ja auf eine menschliche Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel anspielt. Also wenn ich sowas höre, dann wird mir schlecht. Und also ich bin der Meinung, wir haben uns auch... Also wir haben uns hier so versammelt, weil wir zeigen wollen, es gibt auch Bürgerinnen und Bürger in der EU und in Deutschland, die eben nicht glauben, dass wir das nicht mehr verkraften. Und dazu muss ich eben noch was Persönliches sagen, weil ich werde oft gefragt, bringt dein Engagement eigentlich was? Und ich sage dann, ja, in vielen Fällen bringt es schon was, aber darum geht es mir auch nicht in erster Linie, weil ich will einfach nicht tatenlos zusehen, wenn die Politiker und Politikerinnen, die mich vertreten, in dem Land, in dem ich Staatsbürgerin bin, was machen, womit ich nicht einverstanden bin. Und deswegen ist es für mich gar keine Frage, mich dagegen auszusprechen, auch wenn ich am Ende keine Bilanz habe, dass es was gebracht hat, sondern es geht darum, trotzdem laut zu machen, wenn man dagegen ist. Weil wer nichts sagt, ist der Stillschweigen dafür. Und ich kann einfach nicht tatenlos zusehen. Zu Bassam. Der war Regierungsgegner in Syrien, hat demonstriert gegen das Regime, gegen die Politik von Bashar al-Assad, gegen Korruption, für mehr Demokratie, für die Wahrung der Menschenrechte. Und deshalb ist er ins Gefängnis gekommen und gefoltert worden. Und in diese Heimat kann er nicht mehr zurück. Er hatte dann in Bulgarien einen sogenannten Schutzstatus erhalten. Aber er war dort in menschenunwürdigen Gefängnissen und Lagern und er war dort rassistischen Angriffen und Diskriminierungen ausgesetzt. Und da hat man keine Chance, sich ein Leben aufzubauen. Genau, inzwischen wurde in Deutschland sein Asylantrag einfach als unzulässig abgewiesen. Also der wurde nicht geprüft, sondern die haben gesagt, er darf hier kein Asyl beantragen, weil er zuerst in Bulgarien war. Der Europäische Gerichtshof hat dieses Vorgehen, das wir ja unter Dublin-Verordnungen kennen, nochmal bestätigt 2017. Aber der Europäische Gerichtshof hat betont, dass EU-Länder, die eigentlich nicht zuständig sind, den Mitgliedsländern natürlich solidarisch helfen dürfen. Das heißt, Deutschland darf von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen und darf Bassam anstelle von Bulgarien Schutz gewähren. Und wir haben ja bei dem Nürnberger Fall des afghanischen Berufsschülers Asif N. gesehen, dass solidarische Aktionen wirklich die Behörden bewegen können, Anträge erneut zu prüfen. Und deshalb fordern wir vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und vom Deutschen Bundestag Bleiberecht für Bassam Antakli aus Syrien. Nur Menschen, keine Abschiebungen nach Bulgarien. Also jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Also Bassam hat 2011 angefangen, für mehr Demokratie auf die Straße zu gehen und hat dafür auch seine Leute mobilisiert. Und das ist mit Gefängnis und Folter hat es geendet. So, und als er entlassen wurde,
musste er sein Geografiestudium unterbrechen, um Militärdienst abzuleisten. Aber er wollte nicht gegen seine eigenen Landsleute in den Bürgerkrieg ziehen. Und damit hat seine Fluchtgeschichte begonnen. So, Bassam war eben in Syrien im Gefängnis, kam dann in Bulgarien auch wieder in Lager und Gefängnisse. Und er sagte, in Bulgarien waren die Zustände teilweise noch schlimmer als Syrien. Außerdem hat er sich eine Wohnung in Bulgarien geteilt mit anderen Geflüchteten und die Nachbarschaft hat ihren Müll vor seiner Tür deponiert, hat Hakenkreuze auf die Tür geschmiert. Er wurde auf der Straße gejagt und er hat einfach keine Chance gesehen, dort ein Leben aufzubauen. Deswegen ist er nach Deutschland gekommen. Und Bassam hat jetzt über 3 Jahre hier in Deutschland auf den endgültigen Bescheid der Behörden gewartet. Und in der Zeit hat er einfach viele Freundinnen und Freunde gefunden. Er hat 2 Ausbildungsplätze in Aussicht. Das hat die Manu schon gesagt, er hat bei uns ehrenamtlich mitgearbeitet. Er arbeitet beim Roten Kreuz im Fahrdienst ehrenamtlich. Und er hat sich eben trotz all dieser Widrigkeiten ein neues Leben aufgebaut. Und er ist heute hier und steht hier, obwohl er wirklich Angst hat, dass er jeden Moment aufgegriffen und abgeschoben wird. Und ich muss nochmal sagen, Bassam, für mich bist du ein richtig großes Vorbild geworden, weil du noch in der hoffnungslosesten Situation deinen Humor bewahrst. Und deshalb nochmal unsere Forderungen. Bleibe recht für Bassam Antakli aus Syrien. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Deutscher Bundestag, nutzen Sie in Bezug auf die Dublin-Verordnungen solidarisch das Selbsteintrittsrecht Deutschlands gegenüber ärmeren EU-Ländern wie Bulgarien. Keine Abschiebungen von integrierten Menschen und keine Abschiebungen nach Bulgarien. Und es freut mich, dass Herr Weinberg von der Bundestagsfraktion der Linken auch noch ein paar Grußworte an uns richten wird. Nein, ich werde nicht oben drauf gehen. Ja, zunächst einmal freue ich mich doch, dass ich hier sein kann und möchte die solidarischen Grüße auch meiner Fraktion und natürlich meiner Person selber überbringen. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin seit 2009 im Bundestag für die Fraktion Die Linke. Wir haben in dieser Zeit die ganze Situation mit den Flüchtlingen halt eben auch erlebt. Am Ende jetzt die letzten beiden Jahre wieder eine deutliche Verschärfung des Asylrechts, das muss man real sehen, nachdem 2015 es erstmal so ausgesehen hat, als würde sozusagen es in eine andere Richtung gehen, haben wir inzwischen eine deutliche Verschärfung des Asylrechts wieder erleben müssen. Und ich möchte erstmal am Anfang aus gegebenen schrecklichen Anlass der Morde von Barcelona und Finnland noch einmal deutlich betonen und zurückweisen. Der Terror ist keine Folge von Flucht und Vertreibung, sondern der Terror, Gewalt und Krieg sind die Ursache von Flucht und Vertreibung. Das muss man meines Erachtens nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Und weil wir in dieser Frage des Umgangs mit Flüchtlingen immer wieder Haltung zeigen und Verfolgte und Schutzsuchende nicht abweisen wollen, wird uns gerne unterstellt, wir wollten, dass Millionen von Flüchtlingen nach Deutschland kommen. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, dass es keine Flüchtlinge in dieser Welt gibt. Das ist erstmal die Situation. Aber wenn Flüchtlinge kommen, dann müssen wir und sind wir verpflichtet, Schutzbefohlene auch entsprechend aufzunehmen und entsprechend zu schützen. Und dann muss man gleichzeitig auch an die Fluchtursachen ran. Zuallererst natürlich die Waffenexporte, das ist nochmal sehr wesentlich und sehr wichtig. Die gehören unbedingt verboten. Und dann müssen wir unsere Handels-, Wirtschafts- und Außenpolitik ändern. Mit Gregor Gysi. Kann man sagen, ich zitiere ihn, wir leben auf Kosten der dritten Welt und wundern uns, wenn das Elend anklopft. Das geht nicht und das muss dringend verändert werden. Und jetzt noch zum Schluss zum konkreten Anlass dieser Zusammenkunft. Seit Jahren bin ich Mitglied bei Pro Asyl. Pro Asyl kritisiert das Dublin-Verfahren scharf, unter anderem, weil es die Länder an den Außengrenzen der EU überfordert und mit den Problemen im Stich lässt. Italien, Griechenland, Bulgarien auch durchaus. Meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr auf Kos, um dort sozusagen uns zu informieren über die Situation
in den Flüchtlingsunterkünften. Und die Zustände dort sind extrem schwierig und extrem problematisch. Unterkünfte für etwa 8000 Personen sind überfüllt mit 15.000 Flüchtlingen, die dort warten auf ihr Verfahren. Und es gibt kein Verfahren. Die warten teilweise schon seit Jahren. Auf Lampedusa ist es nicht besser. In Bulgarien kommt noch dazu hinzu eine restriktive, menschenverachtende Behandlung. Bis vor kurzem, war das Dublin-3-Verfahren, die Abschiebung nach Griechenland und Bulgarien, ausgesetzt. Jetzt wird das wieder gnadenlos umgesetzt. Und es soll mit Dublin-4, um das nochmal deutlich zu machen, noch verschärft werden, weil dann soll es keine Selbsteintrittsmöglichkeit mehr geben. Das heißt also, die Möglichkeit, solidarisch sozusagen zu sagen, wir übernehmen das Asylverfahren, soll dann ausgehebelt werden. Das Motto von Pro-Asyl lautet, jeder Einzelfall zählt. Das Europäische Gerichtshof hat den Spielraum gelassen, aus Solidarität mit den Grenzländern, das Verfahren auch im Aufenthaltsland zu führen. Und der Europäische Gerichtshof hat ebenfalls festgestellt, dass es keine pauschale Rückführung geben kann. Auch hier muss im Einzelfall jeweils geschaut werden, wie die Umstände sind, und im Einzelfall halt entschieden werden. Eine Nacht- und Nebelabschiebung, wie wir sie in der letzten Zeit jetzt immer wieder erlebt haben, darf es daher nicht geben, weil das gewährleistet sozusagen die Rechte, die man hat, nicht. Und ganz zum Schluss möchte ich euch nochmal meinen Dank und meine Hochachtung aussprechen. Es ist in diesem Land leider nicht mehr selbstverständlich, in der Flüchtlingsfrage Haltung zu zeigen und sich nicht wegzuducken. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit, vielen herzlichen Dank für euren Mut, und ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen. Vielen Dank. So, der Demonstrationszug wird sich jetzt formieren und durch die Ansbacher Innenstadt gehen. Alle versammeln sich jetzt einfach hinter dem großen Transweg, leider rechts übersammelt. Wir müssen hier noch alles zusammenpacken, aber wir gehen in Kürze los. Also stellt euch schon mal in Position. Thank you.
Ich habe keine Ahnung.
Sam! Wachsam soll bleiben! Wachsam soll bleiben! Wachsam soll bleiben!
Thank you.
Ich will noch wissen, wo das ist. Noch 10 Minuten. Zum Laufen. Ach, das sieht er, ne? Nee, Junge. Ja. Also klar.